Florian Silbereisen ruht offiziell, um sich um Beatrice Egli zu kümmern. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind ein romantisches Paar in der deutschen Unterhaltungsbranche mit vielen großen Erfolgen im Jahr 2022 und darüber hinaus haben sie eine sehr starke Liebe. Vielleicht haben Florian Silbereisen und Beatrice Egli beide eine gründliche Vorbereitung auf dieses Jahr 2022. Offiziell hat Florian Silbereisen heute seine Liebesgeschichte mit Beatrice Egli für alle öffentlich gemacht. Und er hat sich 2022 ein großes Ziel gesetzt, nämlich zu heiraten und Kinder zu bekommen. Darüber ist die Mutter von Florian Silbereisen überglücklich. Schließlich beschloss der Sohn zu heiraten. Darauf hatte sie sich schon lange gefreut. Und vielleicht wird das etwas, worauf wir alle, die Florian Silbereisen die ganze Zeit geliebt und verehrt haben, gewartet und sich darauf gefreut haben. Florian Silbereisen mit Beatrice Egli ist etwas, worauf wir Zuschauer uns freuen. Denn beide sind vernünftige Menschen. Talentierte Jungs und Mädels. Die beiden verstehen sich so gut, dass sie vielleicht die schönste Liebe miteinander haben werden. Soweit bekannt, sind Florian Silbereisen und Beatrice Egli seit mehr als einem Jahr verliebt. Früher wussten wir oft, dass die Ex von Florian Silbereisen Helene Fischer ist. Sie war immer an seiner Seite und kümmerte sich um ihn. Das hat Florian Silbereisen dazu gebracht, Helene Fischer immer zu lieben. Jeder muss auch gedacht haben, dass Florian Silbereisen und Helene Fischer in einer romantischen Hochzeit landen würden. Aber das war falsch. Florian Silbereisen und Helene Fischer sind schon lange getrennt und die beiden sind keine romantischen Freunde mehr. Und stattdessen waren sie ein paar Seelenverwandte. Nicht verliebt. Nicht wütend, nicht wütend. Auch Helene Fischer hat eine neue Beziehung gefunden, die sich immer um sie kümmert. Und jetzt ist auch Helene Fischer im siebten Monat schwanger. Und sicherlich war und ist ihre Liebe eine schöne Liebe. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind seit mehr als einem Jahr der Liebe mit vielen schönen, bitteren und süßen Erinnerungen zusammen, mit so vielen schönen Erinnerungen, dass sie immer häufiger die besten Jubiläen an das Publikum und die Liebenden senden. Und das ist sicher auch das Beste, was das Publikum den Fans und Liebhabern von Florian Silbereisen und Beatrice Egli schicken möchte. Ich hoffe, dass beide für immer so glücklich sein und uns aufrichtig lieben werden. Am stärksten. Das erwarten viele von Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie Ihren Kanal, um die neuesten Nachrichten über Sie zu erhalten.